Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Wenn ich mal wieder schnell ein Brot backen muss, dann mache ich genau das. Ja, auch wieder mal eine super Kategorie, aber wir machen heute in der Tat das sogenannte Ruckzuckbrot mit Malzbier oder Schwarzbier aus unserem Wunderkesselforum. Falls ihr das Wunderkesselforum noch nicht kennt, da solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Das ist die größte Koch-Community rund um den Thermomix. Auf jeden Fall mehr als viele, viele tausend Rezepte. Auch das, was ich jetzt für euch hier zubereite. Es ist wirklich ein Ruckzuckbrot. Es geht wahnsinnig schnell und man braucht auch nicht viele Zutaten. Alles, was wir brauchen, habe ich hier schon vorbereitet. 500 Gramm Mehl, ein Beutel Backpulver, den habe ich hier schon mal reingemacht. Das Ganze kommt in den Kessel. Dann 400 Gramm Malzbier. Ihr könnt auch Schwarzbier nehmen, aber da ich Kinder zu Hause habe, die alkoholfreie Variante. So, das schäumt jetzt hier so ein bisschen auf. Und zu guter Letzt noch 2 Teelöffel Salz. Das Ganze kneten wir jetzt 1,5 Minuten im Thermomix auf der Teigstufe natürlich. Ich bin sehr gespannt, ob das nicht überschäumt. So, dann schauen wir mal und ja, es ist irgendwie Teig. Auf jeden Fall eine zähe, teigförmige Masse. Das Ganze füllen wir jetzt einfach in eine Brotkastenform oder ja, ich habe halt nur dieses Glasding, da lege ich das jetzt mal mit Backpapier aus. Ist jetzt nicht so, dass ich zu Hause was Ordentliches hätte, aber hier habe ich halt eben nur das. Muss man wahrscheinlich zweimal machen. Im Nachhinein habe ich im Forum noch gelesen, in den Kommentaren, dass es einige Nutzer gibt, die noch Körner mit reingemacht haben. Sonnenblumenkerne oder Kürbiskerne kann ich mir hier auch sehr gut vorstellen. Könnt ihr ja gerne mal zu Hause ausprobieren. Das Ganze wird jetzt gebacken bei 180 Grad. Hätte ich jetzt eine ordentliche Brotform, würde ich es 40 Minuten zugedeckt und dann nochmal 10 Minuten offen backen. So schauen wir jetzt erstmal nach 35, 40 Minuten, wie es aussieht, weil ich kann hier halt nicht zudecken. Muss man eben gucken, dass es nicht zu dunkel wird. So, 40 Minuten sind jetzt um. 43, um ganz genau zu sein. Und ich schaue jetzt mal, wie unser Brot aussieht. Ja, also für meinen Laien-Sachverstand sieht das doch schon mal ganz vernünftig aus. Ich bin gerade am Überlegen, ob man das jetzt irgendwie so mit Eigelb noch bestreichen könnte und vielleicht doch noch ein paar Minuten. Aber ich weiß es nicht. Normalerweise hätte ich es ja in der Backform zu Hause erst zugedeckt und dann noch 10 Minuten offen gemacht. Müsst ihr vielleicht zu Hause mal ausprobieren und dann könnt ihr mir gerne in die Kommentare unten schreiben, wie das bei euch geworden ist und wie es bei euch aussieht. Ich lasse das jetzt einfach mal so. Fest ist das alles. Lass es auskühlen, dann schneiden wir es an und dann schauen wir mal. Bis später. So, ich schneide jetzt mal unser Brot an, das mittlerweile ordentlich abgekühlt ist, mit Malzbier, das Ruckzuckbrot. Ich schneide das jetzt mal an. Es ist auf jeden Fall durch, innen aber trotzdem noch fluffig, wie man sieht. Also es ist jetzt nicht zu fest, es ist schön saftig. Es hätte vielleicht noch ein bisschen dunkler sein können, vielleicht wäre das besser geworden, wenn man das in einer ordentlichen Brotbackform gemacht hätte, aber der Geschmack ist ja das Wichtige. Ich weiß nicht, also das kommt halt auch sehr malzig rüber, ob das jetzt mit Schwarzbier vielleicht noch ein bisschen kräftiger wäre, aber wie gesagt, wenn man Kinder zu Hause hat oder Leute, die geringe Toleranz gegen Alkohol haben oder gar keinen zu sich nehmen dürfen, dann sollte man auf Malzbier ausweichen. Es schmeckt auf jeden Fall wirklich fantastisch. Ruckzuckbrot aus dem Wunderkesselforum. Fantastische Sache. Ihr könnt mir ja gerne mal runter hier in die Kommentare schreiben, wie euer Brot gebacken wird. Ja, habt ihr auch schnelle Rezepte oder sagt ihr, nee, da muss man sich auf jeden Fall Zeit nehmen, ich mache da Sauerteig und was weiß ich was. Ich wünsche euch alles Gute, guten Appetit vor allem und bis zum nächsten Mal. Ciao.